Hallo! Ah, ich hoffe, ihr hört mich gut. Es ist endlich soweit. Ja! Wer ist neu da? Tada! Fast pünktlich, ein bisschen zu früh zu Ostern, kommt Rosa raus. Yay! Noch dazu. Nitas Kind fehlt. Aber für Penny ist er jetzt draußen. Tada! Häschen Penny. Eigentlich sollte doch, für Nita kam doch dieser Shiba-Skin, ich frag mich, wo der ist. Und probieren wir Rosa gleich mal aus, das kann man jetzt dank dem neuen Feature. Also mal sehen, was mit Rosa so abgeht. Oh yeah. Ah, ja. Ja, ich habe sie vorhin schon kurz ausprobiert und ich muss sagen, ich mag sie wirklich sehr. Nahkampf-Brawler, natürlich ihre Super-Attacke. Macht kein Damage oder so, nicht so wie El Primo. Ich würde sie trotzdem als besser wie El Primo beschreiben, weil, zack, hier, Schild, blockt alles für eine bestimmte Zeit. Egal wie viel Damage ihr kriegt, für die Zeit wird es komplett geblockt. Und es ist halt schon ziemlich OP. Ich meine, vor allem auch bei so einem Bosskampf, wenn dann mega viel Schaden reinkommt oder so. Boah, wenn ihr die schnell genug wieder aufladet, dann könntet ihr durchgehend Schild haben und so den Boss echt einfach bekämpfen. Ich glaube, Rosa könnte echt wirklich für Bosse viel zu OP sein. Schau ich es mal an, ich meine es nur der. An dem habe ich direkt wieder meine Superattacke auf, also mein Schild aufgeladen. Schauen wir, können wir auch an dem hier unser Schild aufladen? Ja, können wir, bevor es überhaupt abgelaufen ist. Zack. Das ist einfach echt krass OP. Ich glaube auch für Bosskämpfe dürfte sie so krass sein. Ich meine, schaut euch das an. Hier, zack. Und schon habe ich absolut keinen Damage mehr. Also, ich kriege keinen Damage mehr. Und so schnell ist der auch schon wieder weg. Und wie viel Schaden pro Sekunde? Ja, wenn man mit allem was trifft, dann 3000. Aber gut, ist unrealistisch mit diesen Robotern, aber ich glaube, sie kann schon echt krass sein. Vor allem in Duo-Kämpfen oder so dürfte sie richtig abgehen. Zum Beispiel finde ich es auch viel krasser wie Leons Verstecken-Ability. Also One vs. One, glaube ich, würde fast die gewinnen. Zwar macht Leon an sich mehr Damage, aber sobald sie ihre Super-Attacke hat, kommt sie halt überall durch, wenn man es schlau macht natürlich. Ist schon ein geiles Update, ich meine. Das mit dem Ausprobieren ist ja jetzt nichts so Besonderes. Hier, zack, mal ein bisschen Spike, wie ist das? Ich mag einfach seine Super-Attacke so. Aber das dürfte schon krass sein. Ich schaue mir dann noch nachher an, was ihre Star-Power ist, also jetzt gleich. Weil, wenn die OP ist, dann ist es OP. Das ist ja lustig. Hier der Damage von Spike pro Sekunde. Schaut ihn euch an. Ich warte mal, bis die alle wieder da sind. Okay, 0. Jetzt 6000 Damage pro Sekunde. Klar, weil hier auch 100 Leute drin stehen, was du nicht viel nie hast, aber wir wissen alle, Spike geht ab. Juhu! Ja. Ah, okay, die trainieren gerade. Tresorraub, ja, witzig. Dann machen wir doch mal kurz mit, hier bei den News, wartet. Dann kann ich es gleich mal überprüfen und schauen, was da los ist. Das Update ist da. Zack. Hier. Ja genau, eigentlich sollte doch der Osterhasen-Skin für Nita auch noch rauskommen.
Ach nee, der Schaden wird nur um 80% reduziert, aber das ist auch schon krass. Was? Also mit Star Power ist sie ja mal übel OP. Also ich glaube, die werden sie runterpatchen, weil die ist viel zu OP ohne Witz jetzt. Also Häschen Penny ist ja da, aber Shibanita nicht. Juwelenjagd. In Intervallen auf Schienen. Karren blockieren Schüsse. Ah, okay, das ist witzig. Sprungplattform, okay. Sparringskampf. Aha, Eroberung. Okay, Bosskampf, Gefahrenzone, sieht auch nein. Heilende Pilze, kennen wir schon alles. Oh, interessant. Witzig. Ja, mach mal doch. Oh yeah. Wir nehmen vielleicht doch lieber Piper. Oh, das ist vielleicht gerade gar nicht so schlau, weil er sie hat. hallo? Lukas, mach mal bereit. Gönn mir gerade eine kurze Lernpause. Wir machen noch eine Runde mit ihm, dann gehe ich mit ihm in den Discord und dann können wir ein bisschen sprechen und spielen. Aber da nehme ich euch nicht mehr mit. Ich wollte eigentlich nur kurz zur Anlass des Updates ein Mini-Video machen. Ich mal zeigen, was hier abgeht. Oh yeah. Wow, ein ganzes Ticket. Nee, warte. Doch. Nehmen wir Bali. Warte noch eine Runde.
Dann nehme ich noch lieber Daryl. So, also letzte Runde für euch. Danach heißt es Tschüss. Wäre peinlich, wenn ich dir jetzt verkacken würde. Also, machen wir mal, ne? Da hat schon jemand den Häschen-Skin. Ich muss sagen, der sieht schon sweet aus. So ein bisschen Häschen, ein bisschen Hoppel. Das ist doch spexy. Oh yeah. Ich stehe auf Häschen. Total. Auch wenn die Häschen mich verkloppen. Aber das macht ja nichts. Oh ja, ich will den Finisher machen. Ich glaube, mein Wunsch könnte gar nicht so schlecht in Erfüllung gehen. Und. Tada! Gefinished. Also dann mal. Tschüss, Leute. Das war's für heute. Willkommen und tschüss. Vergesst mich zu abonnieren. Willst du mit mir Drogen nehmen? Los, komm und schnief mit mir. Das hatten wir schon lang nicht mehr. Vermisst das sehr. Los, komm und guck's mit mir. Meth oder Marihuana wären auch ganz toll. Worauf hättest du denn Lust? Willst du Coca mit mir nehmen? Oder vielleicht was anderes nehmen?